So, okay, das heißt, wir stehen eigentlich kurz davor, das Pferd zu ziehen. Aber ich habe Kopfweh. Das ist jetzt neue Stufe Reiten. Das ist jetzt A. Ja. Da ist die Brücke und da ist der Bach. Den da mal nachfragen. Gelobt sei Jesus Christus. Hast du ein reiterloses Pferd gesehen? Einen Apfelschimmel? Allerdings. Ist hier vorbeigelaufen, flussaufwärts. Distel ist ihm hinterher und noch nicht wieder zurück. Distel? Ein hiesiger Köhler, nicht der hellste. Wir nennen ihn Distel. Gut. Ich danke dir. Okay, sehr schön. Das heißt, wir sind am richtigen Weg. Ich habe nichts an. Ah, das war falsch. Okay, warte mal. Eine Hose. So, warte mal. Das Halstuch gehabt, soweit ich mich erinnere. Wo ist mein Hut? Glaube ich, war es so Auffälligkeit 100. Also. Gehen wir zu Fuß. Also eine Straße, so, das heißt, jetzt muss ich ein Pferd suchen und einen Köhler. Das ist super, ne? Ein Stück habe ich noch. Mich jetzt sogar interessieren wird, wer der Vater kann der? Aufreger. Schnell fertig, Trinkfest geht, wie lange die Karte an. Je Trinkfest du bist, desto kürzer reist du. Ah, okay. Okay. Pferd. Komm ich. Durchkampf noch. Das reicht. Ich hab dich gewarnt. Au. Kurva. Au. Au. Na komm. Na schön, jetzt bist du tot. So, können wir jetzt hin? Ja, nehmen wir auch mit. Oh, trocken Obst, sehr schön. Verbände, sehr schön. So.
Danke und tschüss. Passt, jetzt mal das Pferd zurück, wenn wir uns jetzt was abstoßen. Danach müssen wir schauen wegen den Vögeln. In den Spatzen, glaube ich, haben das. Hoppala. So. Reite wieder Wind. Ich glaube, ich reite in die richtige Richtung. Ja, bring Karpfen zu den Steinen und zurück, passt. Ja! Sollte es mir dort vielleicht auch wieder ein bisschen besser gehen, weil es ja auch nicht gerade super viel zu sprechen. So, komm. Lauf, Kappen, lauf. So. Nichts Interessantes, außer Gras. Und Blumen, und Sträucher. Upp, da links, komm mal. Wie komisch, aber rechtzeitig gedrückt. Richtig? Ja. So. Hallo. Stallmeister. Du? Was willst du von mir? Ich habe deinen Krapfen gefunden. Bei Gott, welch ein Glück. Unter uns, das Tier ist ein Batzen Geld wert. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn er verloren gegangen wäre. Hier ist deine Belohnung. Danke. Aber verliert ihn nicht wieder. Wir tun unser Bestes. Was lungerst du hier herum? Verschwinde! Was ist? Was ist, wenn ich das Pferd retour? Da werde ich immer noch so behandelt. So. Wer ist da unten? Bitte. Ist noch schlimmer als vorher? So, dann. Ich trinke mal was. Ah. Da freut man so ein bisschen, komm. Schwert und ewiger Questlob. Der Ruf der Nachtigallen. Oh ne, wo ist denn das? Da unten! Aber irgendwas da oben. Auf der Fährte. Ist da unten. Achso, das ist die Vergeltung. Das ist das Kloster. Ich könnte beim Kloster vorbeischauen. Würde ich vielleicht auch annehmen, ne? Oder was? Hä? Was ist da? Was ist da unten? Ja, machen wir eine Tagesreise dorthin. Pass etwas besser auf. Bei der Tetschke wahrscheinlich soll ich zwei Sachen zu machen. Verfressen bin ich auch, ich trage zu viel. Ja. In die Satteltasche. Habe ich an.
Ja, so ich dachte. So, jetzt kann ich nicht schneller essen, weil ich viel gegessen habe, ne? Komm her, sagen wir das mal. Na? Ah, doch, es geht. Sehr schön. Bis ich dort bin, ist Abend auch, das heißt, sehr schön. Mal schauen, ob ich den Schal auch gleich kriege. Oh, ich decke endlich. Gehen wir zu? Warum gehen die wieder zu? Es ist 20 Uhr, schauen wir mal, ob irgendwer wach ist. So, na komm. Ach Gott. Rein ins Kloster. Okay, ich bin nicht so betrunken. Nur ein Vorteil. Und für die Tee haben wir was Neues. Werte. Aha. Aha. Okay. 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 Ich glaube, der Blutrausch wäre da schon interessant. Okay, gut. Du hast dich mit Fritz und Matthäus gebalgt? Heidenpack. Also hast du dich mit ihnen geprügelt? Ja. Ich war es. Und ich hoffe, ich sehe diese Taugenichtse nie wieder. Der Rauswurf war gerechtfertigt, aber die Schulden, wie sollen sie die je begleichen? Nicht mein Problem. Sollen diese Rohlinge halt Not leiden. Ist das nicht unchristlich? Du willst doch wohl nicht bloß wegen deines Grams ihre Leben zerstören, oder? Ach, das waren doch bloß leere Drohungen. Wenn sie sich bei mir entschuldigen, ist die Sache schnell vergessen. Okay, sehr schön. Das war eine schnelle Überzeugung. Und jetzt müssen. Jetzt muss ich zum Fritz nach hinten, da habe ich noch ein Fragezeichen. Und da unten habe ich den Schal. So. Passt, sehr schön. Wir kommen ziemlich zügig fahren heute. Durch das Innern. Oder kann ich von hinten auch zurückgehen? Schauen wir mal, zumindest laut Karte führt dort ein Pfad hin. Abbrennetl. Aha, die Tür offen. Was muss der knacken? Die Tür ist offen. Die Musik taugt mir gerade gar nicht. Wirklich. So. Ich glaube, es ist noch zu früh, dass ich da irgendwo einsteige. Ja, ich beruhige mich hier schon wieder. Oh, ein Händel, ein Hahn. Ja.
brauche ich vielleicht nicht pflücken. Ja, was? An dem kleinen Zaun. Dem kleinen Zaun stehe ich an. Hopp. Da drüber. Danke. Gut. Ah, jetzt ist also mein Ziel, okay. So, kann ich jetzt mit dir reden? Hopp, ein Bier für mich. Jetzt sitzen zu viele Zeugen da. Ach komm, bringst du mir was zum Trinken? Mann, okay. Wieso kann ich so nicht was zum Trinken bestellen? Hallo. Hallo, die Dame. Gern geschehen. Das Problem ist, da schauen zu viel zu liegen. Mir was zu beißen. Okay, das heißt, du musst ein bisschen warten, bis sie aufsteht und geht. Kommt gleich. Also zwischen kommt gleich und schon da ist ein großer Unterschied. Kannst du jetzt bitte nicht nach Hause gehen? Es ist hier schon spät. Hier ist es schon. Ups. Da, bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Komm her, mein Pferdchen. Oh, jo, jo. Brave Pebbles. So, was haben wir noch in der Nähe? Eh nur das, ne? Da haben wir noch ein paar Fragezeichen, da haben wir einen Questgeber. Post, Letechko, Inka. Und die Neuigkeiten von Fritz. Ach komm, wir müssen jetzt endlich heimgehen. Und wer ist da was jetzt? Bring mir bitte was zu essen. Jetzt warum gehen die nicht nach Hause? Bestellt nichts, ist jetzt nur da. Wir warten ein bisschen, bis sie geht.
So, wieder schon Zeit, dass er aufsteht. Hoppla. Nicht unsichtbar. Hier drüben, ein Bier. Na, komm. Wird Zeit, dass er aufsteht, ja? Es ist schon urspät. Folgt das ja auch noch, oder? Kann ich aufpassen? Warum verfolgst du sie? Es ist meine Aufgabe, sie zu verfolgen. Aufpassen, dass da niemand kommt. Das haben wir langsam drauf. Gehen wir da in die Blumenwiese ran. Glück. So. Oh, ein Sonntagskleidchen. Vielleicht nur nicht, wo sie wohnt, ne? Gut. Sah gut aus. Bring dem Knechte. Ah. So. Da ist der Knecht. Landstreicher. Grüß. Ich habe den Schal des Mädchens. Hab Dank. Ich leg ihn dem Bauern ins Bett und steck's dann dem Händler. Der macht den Bastard zum Krüppel oder bringt ihn sogar um. An wem willst du dich eigentlich rächen? Am Bauern? Am Mädchen? An allen. Das sind doch alles verfluchte Schweine. Der Tuchhändler auch. Na dann. Gibt es noch etwas, das du brauchst? Eine letzte Sache, aber das wird nicht leicht. Meine Rache am Bauern und dieser Schnöpfe habe ich bekommen. Jetzt ist der Tuchhändler dran, der sie mir gestohlen hat. Klau seine Zunderbüchse. Die ist sein ganzer Stolz und er prahlt ständig damit rum. Jeder weiß, dass sie ihm gehört. Sobald du sie hast, stecke ich den ganzen Hof des Bauern in Brand und lass die Büchse dort fallen, damit alle glauben, dass er es war. Okay. Der Racheengel ist dir zu Diensten. Ich lege gleich los. Zunderbüchse. Ja, ich glaube, ich hätte nicht durchs Wasser durchgehen. Ich habe, glaube ich, keine Fackel mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich keine Waffen ausgerüstet. Teilen, wo ist der Bogen? Da. Und Fackel haben wir. Jetzt hier gibt es Pferd, muss ich auch noch anlegen. Muss ich der Pebbles noch anlegen? Mal schauen, ob ich die Feuerbüchse bekomme. Oh, die sind zu viel gelaufen. Hallo. Rennen alle mit Fackeln herum, nur ich nicht. Super, ne? So, na komm. Ich brauch die Feuerbüchse. Wo ist die? Oh, ich bin ein Wanderer.
Kann wieder einen Erfolg freischalten. Was du da tust? Brauchst du? Hey. Ich sehe niemanden. Der wird oben sein, okay? Was? Wieso hat sie mich gehört? Glaubst du, was du da tust? Du suchst du jemanden? Ja, aber ich sehe ihn nicht. Na los. Ist da jemand? Sonderbüchse. Ist es, dass ich da so wenig sehe? Theoretisch müsste es auch noch ein zweiter Raum sein, ne? Hey du! Halt! Autsch! Shit!